Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain war ein interessanter Typ. Der hat einen Haufen wirklich bemerkenswerte Sachen gesagt. Und jetzt habe ich ein Zitat von ihm gefunden, das fand ich sehr, sehr aussagestark. Er hat gesagt, in 20 Jahren von heute an wirst du über die Dinge, die du nicht getan hast, enttäuschter sein als über die Dinge, die du getan hast. Interessant. Weißt du, in unserem Leben, wenn wir so vorwärts gehen durch unser Leben, gibt es immer wieder Herausforderungen, Chancen, Möglichkeiten und sehr häufig lassen sich Menschen von Befürchtungen zurückhalten. Und man hat Menschen zum Ende ihres Lebens gefragt, so wenn es langsam aufs Sterben zuging, eine Umfrage gemacht, was würdest du anders machen? Was würdest du anders machen? Und die meisten haben gesagt, ich würde mehr wagen. Ich würde mich nicht so sehr von Befürchtungen und Eventualitäten zurückhalten lassen. Ich würde kühner sein, ich würde mutiger sein, ich würde mehr wagen. Genau das ist das, was Mark Twain sagt. Du wirst enttäuschter sein von den Dingen, von den Möglichkeiten, von den Chancen, von den Gelegenheiten, die du nutzen könntest, aber es nicht tust, als von den Dingen, die du getan hast. Und ich lade dich ein, dass das nicht für dich gilt. Sei kühn, sei mutig, der Herr ist an deiner Seite. Sei jemand, der vorwärts geht, der etwas unternimmt, der aktiv ist. Was soll denn schon groß passieren? Lass dich nicht von Bedenkenträgern zurückhalten, in deine Bestimmung zu gehen. Sei kühn, sei mutig. Das hat die Bibel immer und immer und immer wieder zu den verschiedenen Menschen gesagt. Lass dich nicht zurückhalten von den Dingen, die so schwierig zu sein scheinen, sondern geh hinein. Was kann gegen dich stehen? Der Herr ist auf deiner Seite. Er ist für dich, wenn du mit ihm vorwärts gehst. Sei mutig. Das ist meine Botschaft heute an dich. Sei mutig. Sei mutig. Lass dich nicht von Bedenken und Befürchtungen zurückhalten, sondern sei mutig und geh mit dem Herrn in das hinein, was er für dich hat. Damit du nicht in 20 Jahren oder wann auch immer sagen musst, ich habe es verpasst. Ich habe die Chancen nicht genutzt. Und ich bin enttäuscht für das, was ich nicht getan habe. Denn eins ist absolut klar, und das gilt wirklich für dich. Gott hat mehr für dich.